Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf Kleinseelam. Ja, Drescher muss entladen, mir ein Wagen ist voll. Ja, Svenny hat Töfte aufgepasst, er hat nämlich gedüngt und gekalkt und dies und das gemacht. Was halt mal so zwischendurch ansteht. Jetzt bringen wir eben die Bude weg, ne? Dass das fertig ist und ja, und dann, puh, weiß ich auch noch nicht. Im Moment ist hier nicht so viel zu tun, ne? Wir können mal Kühe füttern, ey, das wäre auch mal ganz sinnig, dass wir da nochmal so einen Schlag haben. Wir jetzt genug Silage an Hof. Strom müssten wir auch mal abladen. Also ja, es ist noch jede Menge zu tun, sagen wir es mal so. Es ist nicht, dass wir nichts zu tun haben. Die Feldarbeit ist jetzt ruhiger. Wir können die eine Wiese noch mähen. Aber da warten wir noch ein bisschen mit, ne? Dann haben wir das nämlich alles schickifani fertig, ne? Korrekt, oder? Nicht schlecht, nicht schlecht. Wie können wir jetzt andersrum vor? Ja, ich habe den Helfer gerade angestellt, der düngt die eine Rapsäcke noch. Ich sehe da nämlich nichts, aber dann haben wir echt alles doppelt gedüngt. Also volle Düngestufe. Was das letzte Mal bei mir echt selten war, weil ich es immer vergessen habe, ne? Oh, das ist ja jetzt auch. Mit die neuen Drille und Chopper Straw, wenn du es nicht runterholst, ist ja auch ganz tutti, ne? Da muss man ein Bild machen, ne? Manchmal gehen mir die Ideen aus mit den Bildern. Fertig? Mal runter das Ding. Entlasten. Dass halt Öl wieder in den Trecker kommt, ne? 51%. Wir brauchen noch einen Wagen. Plus dreschen, ja. Ein Wagen, ne? Hm. Viel zu doll gebremst, ne? Saturday morning. 8 o'clock. 14 minutes. Svenny hat heute Morgen voll lange geschlafen für meine Verhältnisse, ne? Guck auf Uhr, da war es schon 6.30 Uhr. Ich denke, das kann es ja gar nicht sein, ey. Ich war gestern früh im Bett, ey. Ist dann so platt und müde. Da war ich schon um, ich glaube, 7:15, 8 war ich schon im Bett, ne? Für euch ist das wahrscheinlich ultra früh, aber da habe ich bis heute Morgen 6:30 geschlafen, ne? Geht ja gar nicht. Oh, mein Helfer hat auch seine Rapsdüngerorgie beendet. Geht ja gar nicht, ne? Aber wir dürfen ja auch nicht so einen Krach auf der Map machen, ne? Weil der schläft ja, glaube ich, noch im Heu, ne? Müssen wir echt vorsichtig sein. Und danke dir, dass du so mitgemacht hast, ne? Nochmal vielen Dank. Ist nicht selbstverständlich, aber danke dafür, ne? Dass du so tüfte mitgemacht hast. Wir fährten heute. Oh. Kenn ich nicht. Ist neu. Und ist Helga bestimmt unterwegs. Vielleicht bringt die auch direkt nach Hause oder so. Keine Ahnung. Wo die sich wieder rumtreibt. Ich muss sie nur sagen, sie kriegt nur einen Strauß Blumen. Hauptsache Helga kriegt da nicht so einen Höhenflug von, ne? Weiß ja auch nicht. Nicht, dass die sich in gar keinen Schlepper mehr reinsetzt. Und er nun auch nach Marke geht. Kannst du nämlich von ausgehen. Helga ist ein bisschen penibel, was Marken angeht. Das ist jetzt gut gemacht, ne? So, du machst hier. Wir brauchen dich. Sag mal, jetzt mal ganz ehrlich, ich habe echt eine Frage, ne? Der Schacht, der hat doch vorher nicht hier im Acker gesessen, bevor das Update kam, das letzte, oder? Hä? Wir haben hier doch mal ganz am Anfang hatten wir hier Baumwollfelder, haben wir das doch abgeerntet. Da saß doch der Schacht da gar nicht hin. Mittendrin, oder? Ich weiß das ja nicht so genau, ne? Aber das war doch nicht, oder? Zumindest zum Hof. Ich glaube, wir haben alles gedüngt, ne? Brems mal. So, zeig doch mal hier. Ne, da müsst nur noch düngen. 23. Da hat er gar nicht gedüngt, ne? Da kommen dann eben die 23 noch. Dann formen wir da mal eben hin, ne?
Weizenfeld ist das, glaube ich, diesmal, ne? Weiß ich gar nicht. Liebe Leute, ihr müsst den Mod-Tab im Auge behalten, ne? Da kommt demnächst eine neue Karte. Ich habe heute Morgen kurz was gesehen, ne? Ich denke aber, macht direkt aus, ne? Ich will mich selbst überraschen lassen, ne? Ey. Ihr macht mich alle fertig, ne? Hermanns Eck kommt doch noch. Ich habe heute auch mal heute Morgen in Discord geguckt, ne? Da tut sich jetzt was. Da gibt es jetzt auch bei Yugi Hermanns Eck Discord. Ja, und der liebe Kalle, ne? Kalle, du machst mich fertig. Ich finde das aber genial, ne? Aber du machst mich fertig. Hier können wir noch gar nicht dünn. Der Kalle hat noch ein Tierchen in den Mod-Hub eingereicht, ne? Also können wir jetzt jeden Tag Mod-Hub gucken? Modding-Welt? Krass, ne? Krass, krass, krass. Ich bin ja hellauf begeistert. Eigentlich wollte ich im 19er keine neuen Maps mehr anfangen, ne? Ich wollte es jetzt im 19er zum Schluss ein bisschen ruhiger gehen lassen. Damit wir im 22er neu durchstarten können. Aber ich glaube, da wird nichts draus, ne? Vor allen Dingen muss ich ja ganz ehrlich sagen, ne? Ich habe noch Projekte, die ich eigentlich machen möchte. Aber gar keine Zeit dafür. Weil diesmal bin ich ganz ehrlich. Ich mache das diesmal nicht so, wenn der neue Teil da ist, dass ich die alten, den alten Teil nicht mehr spiele, ne? Weil da sind noch Projekte offen, da ist man eigentlich nicht mit fertig. Mir geht es auch noch um LS17 so. Ich habe da auch noch Projekte, da bin ich noch nicht mit durch, ne? Aber man kommt da gar nicht zu. Kennt ihr das? Oh, für 22 habe ich mir vorgenommen. Nee. Das machst du diesmal nicht. Dass ich direkt da so. Nee. Da müssen wir irgendwie anders mal vorankommen, ne? Aber da gibt es jetzt echt eine neue Map vom Kalle, ne? Krass. Finde ich echt ultra cool. Finde ich ultra cool, ne? Und für den 22er hat er ja auch schon ein Projekt geplant, ne? Aber das hat er ja letztens in den Kommentaren geschrieben, ne? Dass er für den 22er wahrscheinlich noch eine Map hat. Echt krass. Und die ist auch wieder für Konsole, ne? Fred. Fred. So. Die ist für Konsole, ne? Wieder. Krassometer 5000, ne? Talbauer heißt sie, glaube ich. Ich habe es nur ganz kurz gesehen und ich denke, nein. Ich will mich überraschen lassen. Krass, ne? Es ist Samstagmorgen und dann so viel Input. Ich habe gedacht, das wird ein ruhiger Samstag, oder? Ist wohl nicht, ne? Ist nichts mit ruhiger Samstag. Ist ja irgendwas ist ja immer, ne? Irgendwas ist ja immer. Krass, krass, krass. Oh, wir müssen noch eine Güllebombe organisieren, ne? So langsam müssten wir hier auch ein paar Gärreste drin haben, ey. Krass. Nee, da müssen wir wieder das olle Schlauchgetüdel anschließen, ne? Wie sich das einfallen lassen hat, ne? Das sind die Leute, die in Real Life noch nie Gülle gefahren haben und noch nie den ganzen Tag mit so einem ollen Scheiß Schlauch rummontiert haben. Die meinen dann, oh, schicki feini, Schläuchchen. Gülle rumgerührt haben oder so. Das ist so, ne? Ich habe mich da gestern noch so mit meiner Mama drüber unterhalten, ne? Weil ich sag so, ich habe ja im Leben eigentlich mehr erreicht, wie ich erreichen kann. So mit allen drum und dran und so.
Da meinte sie erst so, ja, aber du wolltest immer einen eigenen landwirtschaftlichen Hof haben. Dafür hast du immer gearbeitet. Da habe ich noch so zu ihr gesagt, ich würde gerne in meinem alten Beruf wieder arbeiten. Oder würde ich gerne arbeiten, aber das kriege ich nicht mehr hin. Nicht mit der Stundenzahl, die da so angestrebt wird. Und nee, tut mir leid. Sonst würde ich gerne in meinem alten Beruf arbeiten, ne? So als Melker oder so. Da hätte ich ja richtig Bock noch drauf. Jeden Tag schön Kühe melken. Das wäre so mein Ding, ne? Da hätte ich richtig Bock drauf. Aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht, ne? Nur die Sachen sind so schön. Oder die Handbremse war raus. Achso. Wir gucken kann, ist klar ein Vorteil, ne? Find den Fehler. Find den Fehler. Ich habe ihn gefunden. Mann, einmal mit Profis, ne? Aber das, wie gesagt, da seid ihr hier auf diesem Kanal total falsch. Profis gibt's hier nicht. Die Profis sind in Urlaub. Ja, da soll was rein. Nee, hoffentlich gibt das eine fette Auszauberung. Da können wir schon hexen. Wir haben kein Silo. Sie sehen, dass das Silo leer wird. Dann müssen wir ja gucken, dass der Dirk dann vorbeikommt. Der muss uns ja noch den Häcksler erklären, ne? Der hat den ja einfach dahingestellt und danach kannst du den ja leider nicht mehr ansprechen. Ob der wohl immer noch Kopfschmerzen hat? Der ist, glaube ich, nach Hause. Helga hat den nach Hause gebracht. Aber ich habe Helga auch noch gar nicht wieder gesehen, ne? Wer weiß, wo die rumlungert. Weil der Dirk wollte die Blumen kaufen. Vielleicht hat er das unterwegs gemacht. Dirk? Nicht, dass du mir die Helga abwirfst, ey. Wenn du dir jetzt schon Blumen kaufst und alles und noch hier noch einen Heiratsantrag machst? Nee. Das ist meine Helga. Die arbeitet bei mir. Ne? Das geht ja gar nicht. Da habe ich ja gar nicht drüber nachgedacht, ne? Nicht, dass er jetzt hier Helga abwirft. Das geht ja gar nicht. So. Viel ist hier, glaube ich, nicht mehr drin. 20.000 noch. Tun wir vielleicht rein. Können wir nämlich bald anfangen zu hexen. Perfekt, oder? Boah, da müsste da vielleicht gerade so alle reingehen, ne? 50.000 oder was geht hier rein? Perfekt. Wir brauchen keinen Wagen frei aufgenommen, einen Ladewagen ab vorne. Oh ne, der hat ja einen Häckselwagen hinter. Svenny, aufpassen. Oh, ich hab dieses Ding noch gar nicht reingenommen. Muss man nochmal nachgucken, ey, im Kommentar irgendwie, der heißt. Hier sind noch Roller-Dingsbums-Dings da. Der hinter einen Schlepper macht, so eine Silo-Walze. Noch ziemlich blank hier, ne? Aber wir haben, ich finde, wir haben hier doch eine ganze Menge schon erreicht auf kleinen Seelein. Geht zwar ein bisschen Schleppen voran, aber ich muss jetzt hier auch nicht diesen ultra großen Fortschritt immer haben. Bin ich ganz ehrlich. Habt ihr gesehen, die Krähe laut uns die ungeborenen Maiskörner aus dem Seele. Ich glaube, wir müssen hier mal so eine Falle aufstellen oder so. Oh, ein Krähen. Hauptsache die picken nicht in der Silo-Bahn rum. Und das wäre uncool.
So Leute, ich sag aber jetzt erstmal danke fürs Zugucken bis hierher. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf diesem Chaos-Kanal, und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.